Das heißt, in meinen Erwartungen, ja, ich habe mir heute nicht so gut gefühlt am Einlaufen und war schon von den letzten Tagen auch, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht von mir. Aber ich habe eigentlich schon gewusst, dass ich gut drauf bin und ja, bin jetzt einfach glücklich, dass es heute doch noch so gut gegangen ist. Sind ihr die ganze Zeit in der Spitzengruppe mit Björn und Kowalczyk mitgelaufen? War das da schwer drin zu bleiben? Das sah ja richtig gut aus. Ja, nee, ich habe mir eigentlich schon leicht getan, da mitzulaufen, aber jetzt in den letzten 10 Kilometern habe ich schon gemerkt, okay, jetzt wollen sie die Entscheidung oder dann wurde das Tempo schon erhöht und dann konnte ich einfach dann nicht mehr. Also, Sie haben ein bisschen früher abreißen lassen, aber trotzdem sind Sie noch klasse durchgekämpft. Auch ein Ergebnis an den Unerwartungen. Ja klar, mein Lieber, ich jetzt schon mit den Top-10-Platzierungen, aber ich habe ganz schön Respekt gehabt vor dem Rennen, vor der Strecke auch. Bin dann ein bisschen defensiv losgelaufen und dritte, vierte Runde hatte ein bisschen langsamen Ski, musste aber trotzdem durchlaufen, damit ich halt in den letzten zwei Runden den schnellen Ski hatte. Und ja, habe mich eigentlich ganz gut reingefunden in das Rennen und zum Schluss habe ich dann ein bisschen Kämpfe gehabt, aber mit Platz 14 kann ich nicht gut sein.